Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal und wollte euch heute einmal mein Weekend-Haul vorstellen. Viel Spaß dabei! Da war mein Deo leer und ich mag total diese Roll-Ons von CD. Und ich hatte bisher irgendwie Lotusblüte und Blutorange, aber das war mir jetzt irgendwie zu sommerlich, deswegen bin ich jetzt mal hier auf frische Brise umgesprungen. Ja, Hadi, das riecht gut. Das riecht so ein bisschen nach frische Wäsche. Oh, ich mag den Geruch. 1,45 Euro. Dann war ich auf der Suche nach einem Produkt, nach einem Pss, so wie ich das ja genannt habe, in meinem Favoritenvideo von vor einem halben Jahr oder so. Von Glisscur hatte ich ja immer das benutzt, damit ich meine Haare besser durchkämmen kann nach dem Waschen. Aber da Glisscur natürlich Tierversuche macht, war ich da jetzt auf der Suche nach einem anderen Produkt. Und da habe ich was von John Frieda gefunden. Und zwar ist das Frizz Easy, nennt sich das. Tägliche Wunderkur, Geschmeidigkeit für widerspenstiges Haar, sofort Pflegespray mit Vitamin A, nährt und entwirrt das Haar zum Schutz vor Haarbruch. So sieht's aus. Und da bin ich mal gespannt, ob das mit dem Glisscur mithalten kann, mit dem Pss-Pss. Und das hat gekostet 3,95 Euro. So, dann das nächste Produkt, was ich gesehen habe, von Kiko, meine Foundation, die geht langsam leer. Und da habe ich immer gedacht, die war jetzt irgendwie neu im Regal, nehme ich die mal mit. Das ist Pure Nude Make-up, Natural Finish, No Make-up Feel. Pure Scent ist die Farbe, aber ich finde, ich habe die auch gerade drauf, ich habe die mir einen Ton zu dunkel geholt. Also das nächste Mal muss ich mir die auf jeden Fall ein Nude, also einen Ton heller holen. Auf jeden Fall total deckend und im ersten Moment finde ich die echt gut. Also für den Preis, die hat gekostet 3,75 Euro. Dann habe ich mir hier ganz normal Haarspray von Balea gekauft und hat gekostet 85 Cent. Das nächste Produkt, was ich mir gekauft habe, ist von Essence I Love Extreme Mascara. Und zwar hatte ich ja sonst immer einen anderen Mascara, I Love Lashes hieß die Mascara, die ich mir sonst immer gekauft habe. Und mit der war ich wirklich immer so, so super zufrieden. Und jetzt habe ich mal mir diese gekauft, weil ich die auch total hübsch finde. Und ich habe die auch jetzt drauf. Und muss sagen, also sie ist mega, mega krass. Ne? Vom Stift her richtig, richtig krass. Kann auf jeden Fall mithalten mit der I Love Lashes Mascara. Und hat gekostet 2,75 Euro. Das nächste. Und zwar habe ich mir einmal hier ein Shampoo und einmal einen Conditioner geholt. Eine Spülung von Balea auch. Bis zu dreimal mehr Volumen. Anti-Schwerkraftformel bis zu 24 Stunden Push-Up-Effekt. Ohne Silikone für feines, plattes Haar ohne Volumen. Ja, also ich habe schon ziemlich plattes Haar, würde ich sagen. Daher war ich mal gespannt jetzt auf diese Reihe. Ich hatte mir sonst immer von John und Lean die Produkte geholt, mit denen ich ja sehr, sehr, sehr zufrieden war. Wirklich sehr zufrieden. Aber wie gesagt, ich hatte mir die gesehen. Ich hatte die gesehen bei DM. Und habe gedacht, ich probiere es einfach aus. Und wenn die Serie mir jetzt hier nicht so gut gefällt, dann gehe ich wieder zurück auf John & Lean. Ah ja, hat beides 1,35 Euro gekostet. So, dann brauchte ich eine neue Duschlotion. Und hier habe ich eine Limited Edition mir rausgesucht. Perfect Happiness mit dem Duft von Magnolie und Macadamia. Und das riecht wirklich so unheimlich gut. Das riecht wirklich so, ich kann euch das nicht beschreiben, es riecht auf jeden Fall total sinnlich, also jetzt nicht fruchtig oder so, sinnlich und einfach zum Träumen, wirklich. Also der Duft hat mich direkt umgehauen, deswegen ist der sofort in meinem Einkaufswagen gelandet und kostet 95 Cent nur, also mega Preis.
So, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Produkt, was ich mir bei DM gekauft habe. Und zwar habe ich das Produkt jetzt schon öfters bei dem Kanal Funny Pilgrim gesehen. Das ist ein ganz, ganz liebes Mädchen. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Ich verlinke euch mal unten in meiner Infobox den Kanal. Und zwar ist es dieser Lidschatten. Und tatsächlich hatte sie mal erzählt, dass sie schon dreimal diesen Lidschatten aufgebraucht hat, weil sie diese Farbe so toll findet. Und wenn ich mir überlege, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben einen Lidschatten aufgebraucht und sie hat schon drei Stück davon aufgebraucht, weil sie trägt ihn wirklich immer. Ich swatch euch den mal. Das ist so ein ganz dunkler Orangeton und der sieht wirklich so, so hübsch aus. Und ich habe den jetzt auch gerade selber drauf. Und ich mag ihn auch total gerne. Ich wusste erst nicht, ob der mir so steht, weil sie auch ein ziemlich dunkler Typ ist, würde ich jetzt eher sagen. Aber ich finde, also mir gefällt es auf jeden Fall. Und er war auch total leicht aufzutragen. Und das Schwarze hatte ich mir jetzt so ein bisschen unter den Augen gemacht. Und das Weiße ein bisschen zum Radieren. Ich benutze immer so weiße Lidschatten so zum Radieren. Also ich meine damit, dass wenn ihr nach oben verblendet und das bisschen weicher haben möchtet, tupfe ich immer ein bisschen in so weiße Farbe und säuber das und räume ein bisschen auf, so ungefähr. Und mache das dann so immer unter den Augenbrauen. Und zum Verreisen ist der natürlich total gut. Wenn ihr irgendwie unterwegs seid, ob beruflich oder privat, in der Handtasche mit einem kleinen Pinsel, habt ihr immer alles dabei, was ihr braucht, ne? Und wenn ihr euch nur damit irgendwie einen Lidstrich ziehen möchtet abends oder tagsüber ganz, also nicht so auffällig und nur so ein etwas helleres, schimmerndes oder das einfach als Base benutzen für den. Also perfekt. Der hat gekostet 3,65 €. So, das war es jetzt mit meinem DM-Haul. Jetzt wollte ich euch noch zwei Produkte zeigen, die nichts mit Beauty zu tun haben. Und zwar waren wir letztes Mal einkaufen und ich hatte nicht so Lust auf so Chips und wollte mal irgendwie was anderes haben als die Produkte, die man sonst immer kauft. Und da ist mir das aufgefallen. Ihr kennt sicherlich alle Tuxe. Und das ist jetzt mit Paprika. Und oh mein Gott, es ist so unfassbar lecker. Also wenn ihr Tuxe so generell mögt, die mal wirklich mit. Das letzte Produkt, was ich euch vorstellen möchte, was ich mir gegönnt habe, ist ein neues Handy. Und zwar filme ich mit dem gerade, deswegen seht ihr es nicht, aber zum Glück habe ich noch eins davon da, weil ich mir das leihen musste, weil ich bin ein kleiner Tollpatsch, was Handys angeht. Ich lasse andauernd meine Handys fallen und es ist immer kaputt oder sie fallen mir auch mal in Cola. Das ist mir auch schon passiert. Und zwar ist es das hier, das iPhone Plus S. Das ist zwar jetzt in Silber. Ich habe mir das in Rosé Gold geholt. Wirklich, wirklich super schön, so super mädchenlike. Wie gesagt, mein Handy ist mir kaputt gegangen. Hatte ich das bekommen von meinem Arbeitgeber als Leihgerät erstmal, um das mal so auszutesten und zu probieren, ob mir das generell so gefällt. War das am Anfang viel zu groß. Ich zeige euch mal mein Diensthandy. Das ist das iPhone 4. Also daran seht ihr schon, hallo, daran seht ihr schon, dass das wirklich viel, viel größer ist. Ja, fand das auch irgendwie total blöd, weil das halt so groß ist und ich kann nicht richtig schreiben damit. Und nach einer Zeit habe ich mich echt so dran gewöhnt, dass wenn ich irgendwie mein Diensthandy zur Hand hatte und damit irgendwie geschrieben habe oder so, es total komisch fand und total blöd fand. Und da ich auch kein Tablet jetzt habe und natürlich gerne YouTube-Videos gucke, ist das natürlich dann auch total praktisch gewesen. Und ja, daher habe ich mir jetzt die Woche das iPhone Plus S, 6 Plus S geholt. Freue mich, dass ich mal wieder ein Handy habe, was mir gehört. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr noch mehr Lust auf Bunny L Videos habt, dann schaut doch mal hier vorbei. Das sind meine letzten Videos. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.